Herzlich willkommen! In der Klinika Eugen wissen wir, dass jeder Schritt, auch wenn er noch so leicht erscheint, wichtig ist. Daher haben wir dieses Video erstellt. Diesen einfachen Leitfaden können Sie sich jederzeit ansehen und sich so an die Schritte erinnern, die wir Ihnen während Ihres Besuchstermins erklärt haben. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Jeder Schritt Ihrer Fortpflanzungsbehandlung ist wichtig. Daher möchten wir Ihnen hier Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Patientinnen geben. Bereiten Sie einen sauberen und freien Bereich auf einem Tisch vor. Vor der Anwendung des Medikaments waschen Sie sich immer gründlich die Hände. Öffnen Sie die Schachtel des Medikaments und stellen Sie diese auf den Tisch. Entfernen Sie im Anschluss die Kappe der Spritze. Es ist wichtig, dass Sie nicht die Luft entfernen, die sich im Inneren der Spritze befindet. Jetzt verabreichen Sie sich das Medikament. Reinigen Sie die vorgesehene Injektionsstelle der Bauchdecke mit einem Desinfektionstuch. Bilden Sie mit Hilfe der freien zweiten Hand eine Hautfalte auf dem Unterleib. Führen Sie die Kanüle ein und drücken Sie vorsichtig den Kolben der Spritze. Ziehen Sie die Kanüle heraus und drücken Sie einige Sekunden lang auf die Injektionsstelle, ohne sich zu bewegen. Es ist ganz einfach. Werfen Sie die Spritze jetzt in den Behälter, den wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Jetzt haben Sie festgestellt, dass es einfacher ist, als es Ihnen am Anfang erschien. Häufige Fragen: Muss ich das Medikament im Kühlschrank aufbewahren? Das Medikament muss nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kann ich mir das Medikament auch an einer anderen Stelle als am Bauch verabreichen? Der Bauch eignet sich am besten, um sich das Medikament zu verabreichen. Es gibt jedoch auch andere Stellen, an denen Sie sich das Medikament verabreichen können. Kann ich die Medikamente einer vorausgegangenen Behandlung erneut verwenden? Wenn Sie das Medikament unter geeigneten Bedingungen aufbewahren, können Sie es bis zu seinem Verfallsdatum aufbewahren. Benötige ich ein besonderes Dokument, um die Medikamente auf einer Flugreise im Handgepäck zu transportieren? Normalerweise sollten Sie die Medikamente zusammen mit dem ärztlichen Rezept und den medizinischen Anweisungen transportieren. Werde ich zunehmen? Natürlich nicht. Möglicherweise werden Ihr Bauch und Ihre Brüste leicht anschwellen. Dabei handelt es sich um Flüssigkeitsansammlungen, die durch die hormonelle Stimulation hervorgerufen werden. Wird es zu vermehrten Haarwuchs oder Pickeln kommen? Nein, die Hormone, die Ihre Eierstöcke produzieren, rufen keinen vermehrten Haarwuchs oder Akne hervor. Werde ich unter Stimmungsschwankungen leiden? Möglicherweise stellen Sie ähnliche Symptome wie vor der Menstruation fest. Vielleicht werden Sie ein bisschen empfindlich sein. Werde ich Sport treiben können? Nein, Sie sollten körperliche Anstrengung vermeiden. Sie dürfen nicht rennen, springen oder Aerobic machen. Kann ich während der Behandlung mit meinem Partner Sex haben? Natürlich. Aber wenn Sie Beschwerden haben, Spannungsgefühl im Unterleib, angeschwollener Unterleib, sollten Sie besser darauf verzichten. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wenn es sich um keine dringende Frage handelt, sollten Sie zwischen 9 und 20 Uhr anrufen. Und am Wochenende und an Feiertagen zwischen 9 und 13 Uhr.